Henrik M. Broder. Der Autor bezeichnet sich selbst als Rampensau, ist berüchtigt für seine Streitlust und stolz darauf. Das Einzige, was ihn wirklich kränken könnte, sagt er, wäre die Behauptung, er sei langweilig. Vermutlich das Letzte, was man ihm vorwerfen könnte. Broder mischt sich gerne in politische Debatten ein und greift das Verleugnen oder Schönreden von Missständen an. Wie zum Beispiel den Satz, der Islamismus habe nichts mit dem Islam zu tun. Naives Gutmenschentum ist ihm ein Dorn im Auge. Political Correctness ebenfalls. So gilt er als Kritiker der Linken. Aber seine Argumente liegen außerhalb parteipolitischer Zugehörigkeiten. Henrik M. Broder lebt in Berlin, ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Henrik M. Broder. Bestehen Sie auf dem M? Nein. Nicht. Aber was heißt es? Das heißt modest, der Bescheidene. Im Ernst? Im Ernst. Also meine Eltern haben es nicht so gedacht. Eben, ja. Aber da habe ich mir gedacht. Aber als ich mündig wurde, fängt ja auch mit M an, habe ich beschlossen, dass ich das Mittelinitial zu meinen Gunsten verändere. Sie werden 70 und damit sind Sie eine Belastung unserer Gesellschaft. Denn die leidet ja an Überalterung. Sie sind ein Teil dieser Überalterung. Wie nehmen Sie das entgegen? Naja, mit Schmerzen. Ich glaube, Imre Kertész hat gesagt, das Älterwerden ist ein Massaker. Ich würde etwas gnädiger damit umgehen und sagen, es ist eine Katastrophe. Aber hinzu kommt, ich werde nicht nur älter, ich bin auch ein alter, weißer Mann. Ich habe sozusagen die klassische Doppelbelastung. Und mit der muss ich halt fertig werden. Wie erklären Sie sich, dass unsere Gesellschaft die Tatsache, ich gehöre ja auch dazu, bin noch älter als Sie, das muss ich hier festhalten. Aber minimal. Minimal, aber das macht was aus ab 70. Ab 70 macht jeder Tag was aus. Genau, genau, aus dieser und jetzt auch. Wie erklären Sie sich, dass unsere Gesellschaft die glückliche Fügung, dahinter steckt ja auch eine große zivilisatorische Leistung, dass die Menschen länger leben, also ich freue mich, 100 zu werden, eigentlich als eine Belastung der Gesellschaft, als etwas Schreckliches interpretieren? Naja, einerseits sind so alte Menschen sehr geschätzt, sie sind hoch im Kurs. Und wenn, sagen wir, jemand wie Peter Scholl-Latour oder Ralph Giordano erstmal die 90 erreicht hat, wird er in den heiligen Stand erhoben. Leute ab 90 können sagen, was sie wollen, es ist immer toll. Das war ja auch mit Helmut Schmidt so. Helmut Schmidt war es auch so, ja. Helmut Kohl hat es noch vor sich, ja. Also ab 90 sind sie everybody's darling. Aber ansonsten hat sich diese Gesellschaft, glaube ich, darauf kapriziert, alles in Rente umzurechnen. Also wie viel hat der Rentenpflichtige einbezahlt und wie viel holt er da heraus? Und da ich keine Rentenversicherung habe, ist mir das egal. Aber es ist ein gesellschaftliches Phänomen, nicht einfach nur ein individuelles, jetzt wie Sie. Ich denke, wenn man im 19. Jahrhundert, also die Leute so um die 60 alt waren oder vielleicht noch vorher, gesagt hätte, eure Kinder und Kindeskinder werden einmal länger leben, das ist schlimm. Heute sagt man das ja an sich, das ist schlimm. Naja, heute sagen die Eltern noch viel größeren Unsinn. Sie sagen ja, wir haben uns die Erde von unseren Kindern nur geliehen, um damit die eigene moralische Überheblichkeit und Überlegenheit herzustellen. Ja, es ist ein seltsames Phänomen. Einerseits werden die Leute älter, andererseits versaut man ihnen das Älterwerden. Also mein Testballon ist, ob es auf Autobahnraststätten Seniorenteller gibt oder nicht. Wenn es einen Seniorenteller gibt, komme ich wieder. Ach so. Es ist auch so, dass kürzlich der Mitgründer der Alternative für Deutschland, der neuen rechtspopulistischen Kraft in Deutschland, Konrad Adam, erklärt hat, er ist selber 74, die Alten sind zur herrschenden Klasse geworden. Na, das weiß ich nicht. Wenn ich so Fernsehen schaue, vor allem meine beiden Lieblingssender RTL und RTL 2, sind das nicht die Alten, sondern die ganz Jungen, die da das Sagen haben, die das herrschen. Ich weiß nicht, wie Konrad Adam das gemeint hat, aber ich sehe es nicht, dass die Alten zur herrschenden Klasse geworden sind. Schauen Sie, das Durchschnittsalter der Ministerpräsidenten in der Bundesrepublik an, das geht eher runter als rauf. Und ich weiß nicht, es könnte sein, dass wir demnächst einen ganz jungen Bundeskanzler kriegen oder eine ganz junge Bundeskanzlerin. Ich würde es mir wünschen, damit das Land nicht wirklich verkreist. So eine gewisse Angst vor der eigenen Generation. Ja. Aber die ist doch auch
Meine Generation ist mir unheimlich. Ist Ihnen unheimlich? Absolut. Warum? Unheimlich. Nun, weil ich selber aus der Generation komme und weiß, was wir alle so 68 angestellt haben. Und ich sehe, wo der lange Marsch durch die Institutionen heute angekommen ist. Im Opportunismus, in der Anpassung, in der Besserwisserei, in dem Versuch, entweder Verhältnisse zu zementieren oder sie auf den Kopf zu stellen. Seine vollkommen unreife Generation. Ich sage nur einen Namen, Joschka Fischer. Naja, immerhin eine faszinierende Figur der deutschen Politik. Der langweilt nicht. Ja, aber es gab in der deutschen Politik auch andere faszinierende Figuren, die nicht immer zum Vorteil der deutschen Geschichte gewirkt haben. Faszinierend allein ist noch kein Kriterium. Gut, wir reden im Rahmen des Demokratischen hier. Ja, da gehört er doch hin. Also, da gehört er absolut das hin. Ist ich würde sogar sagen, ein großer Demokrat. Geworden. Okay. Wird man als Demokrat geboren? Nein, das nicht. Man wird. Ja, man wird aber auch nicht als Polizistenprügler geboren. Auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Ja gut, da gibt's. Ich glaube, man wird als gar nichts geboren. Man ist ein weißes, unbeschriebenes Blatt. Sie haben mal gesagt, ich werde 70, da kann man sich allmählich von der Kindheit verabschieden. Ja. Der Satz ist amüsant, wie so viele von Ihren Sätzen. Ich möchte aber von Ihrer Kindheit reden. Wir haben ja davon geredet, man wird als gar nichts geboren. Sie wurden aber immerhin als polnischer Jude geboren in Katowice. Ja, schlimm genug. Das ist heute polnisch, also als Folge des Zweiten Weltkrieges. Ist das eine Befindlichkeit in dieser Zeit, als polnischer Jude geboren zu sein? Also in der Tat, ich rede nicht so gerne über meine eigene Kindheit. Weil ich finde, so ab 50, spätestens ab 50, sind sie für ihr Gesicht, ihren Charakter und ihre Fehler selbst verantwortlich. Und selbst Leute in meinem Alter berufen sich immer auf die Eltern, um das eigene Versagen oder das eigene Unglück zu erklären. Ich mache meine Fehler seit 50 Jahren auf eigene Rechnung. Aber natürlich spielt das Elternhaus eine Rolle. Und wenn ich es mir hätte aussuchen können, hätte ich mir ein anderes ausgesucht und nicht ausgerechnet zwei Holocaust-Überlebende. War nicht angenehm. Was waren die Erzählungen der Eltern, die Sie mitbekommen haben? Naja, die Eltern lebten eigentlich bis zu ihrem Tode immer noch im KZ. Das war das Thema bei uns zu Hause. Und ich habe dann so die Fähigkeit entwickelt, wissen Sie, so wie andere die Augen zumachen können, habe ich so Ohrenklappen entwickelt, weil ich dieses Gerede und die Gespräche über das KZ nicht mehr hören konnte. Es ist nichts. Ich habe irgendwo, glaube ich, in einem meiner Bücher mal einen sehr schönen Satz geschrieben, wenn ich den zitieren darf. Bitte. Ich hätte alle Voraussetzungen gehabt, um Terrorist zu werden. Schwere Kindheit, traumatisierte Kindheit, Benachteiligung. Alles, was heute Terroristen zugute gehalten wird, hat sich in der Jugend in meiner Person gebündelt. Ich bin es auch glücklicherweise trotzdem nicht geworden. Aber es bleibt die Frage nach meinen Eltern, was sie mit mir angestellt haben. Ja? Ja. Und ich glaube, der entscheidende Fehler, den sie gemacht haben, für den ich ihnen aber wiederum dankbar bin, eine seltsame Dialektik ist, dass sie nach Deutschland gekommen sind. Aber das ist ja etwas, was mir auch so auffällt, diese Lust von Juden, die dem Holocaust entkommen sind, nach Deutschland zu ziehen. Ja, es hat einen sadomasochistischen Zug. Ja, ich habe darüber viel nachgedacht, aber erst als meine Eltern tot waren, weil ich mir diesen Gedanken, solange beide lebten, nicht erlaubt habe. Ich glaube wirklich, es war das Bedürfnis, sie waren so kaputt, so zerstört, so entwürdigt, so entkernt, dass sie, glaube ich, nur weiterleben konnten in der Nähe der Täter, weil sie sich halt über die Täter permanent definiert haben. Aber die Täter sollten natürlich keine Täter mehr sein. Es war ein völlig harmloses Leben, niemand bedrohte uns. Aber das Bewusstsein, mitten unter den Tätern und den Kindern der Täter zu leben, hat meinen Eltern eine gewisse Stabilität verliehen. Ich glaube, sie hätten sich in Kanada, Dänemark oder Israel nicht so wohl gefühlt, weil da wäre gar keine virtuelle Bedrohung gewesen. Sie würden sagen, sie hatten ihren Platz als Opfer. Sie hatten ihren Lebensplatz als Opfer. Ja. Sie haben gesagt, Sie waren so kaputt. Das haben Sie auch versucht, auf mich zu übertragen. Ja. Durch ständige Ermahnungen, nicht aufzufallen, mich gut zu benehmen, niemanden zu provozieren, mir die Haare nicht lang wachsen zu lassen und keine roten Hosen zu tragen. Ich war sozusagen ständig auf dem Appeasement-Trip, den meine Eltern für mich ausgesucht haben. Sie sagen, Sie waren so kaputt. Ich will da nicht ins Intime rein, aber wie hat sich das geäußert? Im Verhalten meiner Eltern? Ja. Das wäre schon sehr intim, das will ich lieber nicht erzählen. Okay. Das ist was für meinen Psychiater. Aber es könnte ja auch sein, dass man sich sagt, als jüdischer Mensch, vielleicht
nicht als Überlebende des Konzentrationslagers oder des Holocaust, aber vielleicht als die nächste Generation, zu der sie gehören, wir überlassen dieses Deutschland nicht den Deutschen. Ja, das ist, sehr anmaßend, finde ich. Das ist sehr anmaßend. Wer sind wir? Erstmal, wer sind wir? Wir die Juden, wir die Kinder der Überlebenden. Ich habe auch Schwierigkeiten mit dem Begriff zweite oder dritte Generation, wissen Sie? Mhm. Weil die sogenannte zweite und dritte Generation tendiert natürlich dazu, sich permanent über die Eltern zu definieren. Und ich sagte es schon, irgendwann stehen sie auf eigenen Beinen. Und was heißt, wir überlassen nicht Deutschland den Deutschen? Das ist so, wie wir vor Jahren alle gerufen haben, liebe Ausländer, lasst uns mit den Deutschen nicht alleine. Das geht heute, glaube ich, nicht mehr, weil diese Deutschen sind ja andere geworden. Und die Dankbarkeit, die ich für meine Eltern empfinde, obwohl sie den Fehler gemacht haben, nach Deutschland zu kommen, es war ein gutes Training hier. Ich habe viel gelernt, ich habe solche Ellbogen bekommen. Sie waren ja ein ungebärtiger Junge. Sie haben die Geschichte erzählt, dass Sie, wenn Sie irgendwo Schlange stehen mussten, daran an der Schlange vorbei gerannt sind, gleich nach vorne gesagt habe, meine Mutter war im Lager, die ist lange genug an Schlange gestanden. Ja, so ungefähr. Ich darf das, ja. Ja, ich darf das. Ja. Dieses Ungebärtige es war eigentlich ist eigentlich das Gegenteil von dem, was die Eltern erreichen wollten. Ja, genau das. Genau deswegen würde ich jedem jungen Menschen heute, der mich um Rat fragen würde, was er machen soll, würde ich jedem nur sagen, genau das Gegenteil, was die Alten dir sagen. Ich weiß nicht, ob das ungebärdig war. Ich fand das einfach eine tolle Pointe. Und ich glaube, ich wollte ausprobieren, was man machen kann. Man kann sehr viel machen. Man kann sehr viel machen mit Leuten, wenn man mit der entsprechenden Unverschämtheit auftritt. Ich mache sowas übrigens nicht mehr, weil meine Tochter findet sowas peinlich. Deswegen darf ich das nicht mehr machen. Also ich wollte nicht sagen unverschämt. Sie sagen da unverschämt. Ich finde es nur ungebärdig. Ja. Das ist eigentlich ein schönes Wort. Ist ein sehr schönes Wort. Ja. Ja. Ein anderes sehr schönes Wort, das ich sehr mag, ist unbußfertig. Das unbußfertig, ist auch sehr schön. Völlig aus der Mode gekommen. Wie haben Sie eigentlich den Witz entwickelt? Das muss sich ja früh entwickeln, dieses unglaubliche Talent zum Witz, zum amüsanten, dialektischen Reden, zum Antworten, was immer überrascht für einen Interviewer relativ schwierig ist. Was kommt da, wenn man fragt? Nicht? Wo kommt das her? Wie haben Sie das entwickelt? Können Sie mir noch ein paar Komplimente machen? Ich finde das so toll. Ja bitte, das mache ich gern, weil ich das ganz ehrlich so meine. Ja, ich weiß es nicht. Also es kann natürlich erblich bedingt sein. Es gab um die Mitte des 18. Jahrhunderts, gab es in Galizien eine Truppe, die hieß die Brodersänger. Wirklich die Brodersänger. Und die fuhren oder liefen von Kneipe zu Kneipe, traten da auf, sangen, erzählten Geschichten, dann gingen sie mit dem Hut umher und sammelten. Und dieser Brodersänger, deren Existenz ist verbürgt, habe ich natürlich zu meinen Vorfahren erklärt. Und das spricht vieles dafür, dass es tatsächlich so sein könnte. Das Zweite ist, glaube ich, entscheidend war, dass ich kein Wort Deutsch konnte, als meine Eltern nach Deutschland gekommen sind. Und ich muss einen wahnsinnigen Ehrgeiz entwickelt haben, was sonst nicht meine Art ist, besser Deutsch zu sprechen als meine Pauker. Und das ist mir innerhalb von 2-3 Jahren dann auch gelungen. Und das Dritte war, lachen Sie bitte nicht, es gibt einen Mann, den ich verehre, das ist einer meiner wenigen Götter, die ich anbete, ein rheinischer Philosoph namens Hans-Dieter Hüsch. Ein großartiger Mann. Bei dem habe ich Deutsch gelernt. Bei dem habe ich schauen gelernt, denken gelernt, Details beobachten gelernt. Er war mein Guru. Rufen wir uns den in Erinnerung, vielleicht erinnern sich dann auch Zuschauer, das stand ja immer an einem Pult. Er stand an einem Pult oder an seiner kleinen Orgel. Und kleine Orgel und hat da scheinbar abgelesen auch. Ja, ja. Und beugte sich ja dann so wunderbar über diese Texte. Ein wunderbarer es war ein wunderbarer man Mensch. Konnte ihm 2 Stunden zuhören und hat gesagt, warum hört er plötzlich auf? Warum hört er plötzlich auf? Und die 2 Stunden dauerten nur 20 Minuten. Ja. Ich möchte eben zu Ihrem Witz was sagen. Im Grunde genommen ist Ihr Buch, es ist ein Fotobuch. Es sind einfach Fotos, die Sie gemacht haben. Und dieses Buch hat einen Titel, eine Titelgestaltung, die so viel über Ihr Glück davon gekommen zu sein, aussagt, Schwein gehabt. Also Sie sagen, Sie haben Schwein gehabt. Mhm. Sie hatten immer Schwein. Ich hatte immer Schwein. Ich hatte ziemlich viel Glück. Erstmal habe ich Glück, dass ich 70 geworden bin. Wissen Sie, jetzt sind so etliche Texte zu meinem 70. Geburtstag erschienen. Zu meiner Überraschung sogar in der Frankfurter Allgemeinen. Und die waren halt sehr freundlich. Und ich war richtig geschmeichelt. Aber dann dachte ich, shit. Ich bin 70, jetzt sind die Gratulationstexte erschienen und das nächste, was über mich erscheinen wird, werden die Nachrufe sein.
Schrecklicher Gedanke. Aber ich habe wirklich immer Schwein gehabt. Trotz meiner Eltern habe ich Schwein gehabt. Ich war auf einer Schule, die ich nicht ausstehen konnte. Also habe ich außerhalb der Schule fürs Leben gelernt. Und ich habe meine Studiengänge rechtzeitig abgebrochen. Ich habe meine Schreibkunst entwickelt. Und ich habe eigentlich immer gemacht, was ich machen wollte. Das ist doch das Tollste, was einem passieren kann. Und trotzdem gibt es eine Definition für Ihr Leben zunächst mal. Das Jüdische. Ja. Definition oder eine Hypothek, je nachdem, wie Sie es definieren. Ja gut, ich will es mal neutral, weil man kann sie auch über das Jüdische irgendwo definieren. Ja. Das akzeptieren Sie? Ja. Und was ist das Jüdische? Das weiß ich eben nicht. Es gibt ein wunderbares Buch von Alain Finkielkraut, Le Juif Imaginaire. Das ist der französische Philosoph. Ja, der eingebildete Jude. Und ganz zum Schluss schreibt Finkielkraut, nachdem er 200 Seiten über das Jüdische geschrieben hat, er kann es nicht definieren, schreibt er. Und das, sagt er, macht gerade die Kostbarkeit des Jüdischen aus. Das finde ich auch. Na gut, aber jetzt helfen Sie uns doch ein bisschen weiter. Ja, gut, es ist wahrscheinlich... Es gibt Variationen dazu. Es gibt Was ist an Variationen. Ihnen das Jüdische? Das an mir? Ja. Das Übergewicht. Ha! Nein, im Ernst. Ich war jetzt ein paar Tage in Prag und... statt mir die Schlösser anzugucken, habe ich zu viel gegessen. Aber es war sehr schön. Nein, ich kann es Ihnen schon im Ernst sagen. Ich glaube, dass das Judentum eine permanente Kultur des Zweifels ist. Das Christentum ist eher eine Kultur der Antworten, das Judentum eine Kultur der Fragen, des Zweifels und der Islam ist eine Kultur der Unterwerfung. Und das sind schwere kulturelle Unterschiede. Und ich bin ja ein ungläubiger Mensch. Ich warte immer noch auf den Beweis, dass es ihn gibt. Aber ich finde, es gibt wunderbare Stellen in der Bibel. Die Stelle, wo Hiob mit Gott darüber streitet, wie viele Gerechte er finden muss, damit Sodom und Gomorra verschont werden. Unglaublich. Man kann mit der obersten Autorität handeln und verhandeln. Das heißt, jede Autorität kann angezweifelt werden. Und ich glaube, das ist wirklich sehr jüdisch. Es ist nichts voraussetzungslos gegeben. Die Frage ist immer, warum soll ich das? Oder warum tust du das? Es ist immer die permanente Frage. Aber das Jüdische hat ja sein Gegenstück im Antijüdischen. Wir nennen es Antisemitismus, was eine Abart, eine narzisstische ist eigentlich als Begriff. Gut, es gibt auch jüdische Antisemiten. Das ist eine Krankheit, die alle befallen kann. Aber der Begriff Antisemitismus ist eigentlich jung. Ja. Der ist 1860 herum von einem Wiener Journalisten. Luther war antijüdisch, nicht antisemitisch. Ja. Wilhelm Marr hieß der Mann. Ein Journalist, der, glaube ich, in Wien gelebt hat, hat den Begriff Antisemitismus erfunden, weil er sich vom religiösen Judenhass aufs Rassische verlegen wollte. Was dann natürlich auch die semitischen Muslime treffen würde. Ja, genau, man wollte die potenziellen Verbündeten nicht mitnehmen. Ja. Also, was ist denn, das ist das, der ewige, Sie haben da auch ein Buch dazu, habe ich hier, über den Antisemitismus. Nein, ist nicht wahr. Das haben wir vergessen, der ewige Antisemit. Der ewige Antisemit. Ich möchte auf diesen ewigen Antisemiten schon kommen. Was ist das denn? Warum ewig? Warum ist er einfach immer da? Der Antisemitismus ist keine Modeerscheinung, aber der Antisemitismus geht mit der Mode. Und das Entscheidende am Antisemitismus ist, dass es kein Vorurteil ist, wie ganz viele soziale Haltungen, sondern es ist ein Ressentiment. Und das Ressentiment, das finde ich das Aufregende daran, richtig spannend, das Ressentiment hat nichts mit dem Verhalten seiner Objekte zu tun. Der Antisemit nimmt den Juden alles übel. Wenn er reich ist, ist er der Kapitalist, wenn er arm ist, ist er der Schnorrer. Wenn er klug ist, ist er überheblich, wenn er dumm ist, dann ist er einfach blöd. Den Antisemiten stört nicht, wie der Jude ist oder was der Jude macht, sondern dass es den Juden gibt. Das ist das Entscheidende. Und das ist eine jahrhundertealte Geschichte, vielleicht Jahrtausende alt. Und ich finde, solange man den Antisemitismus dämpfen kann, kann man auch mit ihm leben. Er bricht sich ab und zu Bahn, aber solange der nicht mörderisch wird, gehört das einfach mit zur europäischen Geschichte und auch zur Kultur und zur Überlebenskultur der Juden. Ich stelle mir vor, ich würde leben mit einer Identität, die schon ewig einem Ressentiment unterworfen ist. Die belastet ist. Ja, ich stelle mir vor, aber eigentlich kann ich mir es nicht vorstellen. Ich kann eine Figur, eine theoretische. Ja. Wie ist denn das praktisch? Sie haben doch das erlebt, Antisemitismus. Ich erlebe eigentlich wenig Antisemitismus, aber ich weiß natürlich, dass es den Antisemitismus in meiner Umgebung gibt.
wenn zum Beispiel der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas nach Brüssel kommt und dort eine Rede hält und in dieser Rede sagt, dass die Israelis die palästinensischen Brunnen vergiften, dann weiß ich, er tischt eine alte klassische antisemitische Legende auf. Das finde ich noch nicht mal schlimm. Schlimm finde ich nur, dass anschließend die Abgeordneten aufstehen und ihm Standing Ovation geben und der Präsident des Europaparlaments spricht von einer inspirierenden Rede. Das kann selbst mich noch aufregen. Ja, es ist letztlich Applaus für eine Rede, die in dieser Aussage das Mörderische schon mal beinhaltet. Ganz hat. Genau. Und, und das Versprechen auf den nächsten mörderischen Akt. Ja, ja. Und wissen Sie, ich glaube, das Problem sind vermutlich weniger die Antisemiten, das Problem sind wirklich eher die Juden. Juden glauben ja in ihrem Wahn, dass es eine definitive Aufklärung geben kann, dass der Antisemitismus irgendwann vorbei ist. Sie konnten es sich nicht vorstellen, dass es in Deutschland passieren würde. Und wenn ich heute mit den Amtsjuden oder mit ganz normalen Juden in Deutschland rede, dann spielen sie die Gefahr auch runter. Und ich glaube auch nicht, dass wir Juden ein kluges Volk sind. Glaube ich nicht. Wir selber sind davon überzeugt, dass wir das Volk des Buches sind. Ich glaube, wir sind nicht mal das Volk des Taschenbuches. Wir glauben immer, wir haben eine Stufe erreicht, wo wir akzeptiert werden, wo wir uns nicht verteidigen müssen, wo wir einfach ein Laissez-faire entwickeln können. Nein, der Antisemitismus ist ein schlafendes Tier, ein schlafender Bär. Der legt sich zur Ruhe und irgendwann wacht er auf und sucht sich was Neues. Er hat sich früher die Juden gesucht, jetzt ist Israel das Objekt der antisemitischen Begierde. Aber es hört nicht auf und es wird nicht aufhören. Und wenn Sie das erst einmal begriffen haben, dann können Sie wieder ganz entspannt leben. Ein Kind wächst nicht antisemitisch auf, ohne dass man den Antisemitismus in dieses Kind pflanzt. Ja. Also würde man es nicht pflanzen, dieses Ressentiment, würde es verschwinden. Das geht aber mit allem so, mit Neid, mit Hass, mit Eifersucht, mit Gier, mit allen negativen Eifersuchten. Aber das sind doch relativ dem Menschen gegebene Dinge. Antisemitismus ist letztlich als Ressentiment auch schon eine Überzeugungstat. Nein, es ist eine soziokulturelle Variante, wenn Sie so wollen. Ich glaube, dass der Antisemitismus zur europäischen DNA gehört. Und Sie müssen nicht mit Luther anfangen, Sie können mit dem ewigen Vorwurf anfangen, dass wir Jesus ermordet haben. Ich habe jetzt irgendwo gelesen. Es war ein Jude übrigens, ja, aber das spielt dann keine Rolle. Und ich weiß nicht, man nimmt den Juden, ich sagte es vorhin schon, einfach alles übel. Und die drei größten Umstürzler der neuen Geschichte waren Juden. Das war Jesus, Marx und Freud. Und ich glaube, dass diese drei Umstürzer alle Juden waren und die Gesellschaft wirklich umgewälzt haben, das nimmt dann uns nachhaltig übel. Und ich finde, das ist vielleicht auch ein Grund, stolz zu sein. Wissen Sie, früher habe ich gedacht, ich will lieber kein Jude. Das ist ja eine Belastung, nicht? Und heute denke ich mir, es gibt so 13, 14 Millionen Juden auf der Welt. So viele Menschen leben allein in Istanbul. Und die ganze Welt redet über uns. Das ist doch toll. Wer kann das schon von sich behaupten, zu einer so viel beachteten Minorität dazuzugehören, die auch so mächtig ist? Mir gefällt's. Ihnen gefällt's. Zum Beispiel, was mir nicht gefällt, als Schweizer. Ja. Wobei ich will mich da, bin da vorsichtig. Bei uns gibt es auch solche Erscheinungen, dass in Deutschland alles Jüdische bewacht werden muss. Ja. Man müsste doch eigentlich davon ausgehen, das haben Sie jetzt gelernt, die Gefahr besteht in Deutschland nicht mehr. Doch, Sie bestimmt. Und man nimmt es hin. Man findet es normal. Ja, das ist das Schreckliche. In Köln hat man früher gesagt, man gewöhnt sich an allem, auch an dem Dativ. Und hier haben sich die Juden daran gewöhnt, dass sie nicht vors Haus treten können, ohne ein Gefahrenfaktor zu sein. Es gibt immer wieder Geschichten von Nichtjuden, die sich eine Kippe anziehen und dann durch Kreuzberg oder Neukölln laufen, eine Art Selbstversuch. Und dann gibt es Aufforderungen, alle Berliner sollten eine Kippa tragen, damit sich die Gefahr gleichmäßig verteilt. Aber das ist genau das, was ich meinte. Juden begreifen nicht, dass der Antisemitismus eine Konstante ist. Keine Laune der Geschichte, keine Laune der Natur, kein temporäres Phänomen, das durch Aufklärung und Unterricht aus der Welt geschaffen werden kann. Er wechselt seine Träger. Es gibt adlige Antisemiten, es gibt bürgerliche, proletarische, jüdische Antisemiten und heute haben wir den Antisemitismus, der aus dem Islam kommt. Und wenn der befriedet ist, wenn der aus der Welt ist, wird es einen Nächsten geben. Sie sind dem ausgewichen. Sie sind 10 Jahre nach Israel gezogen. Mhm.
War das ein Ausweichen? Ja. Ja. Was war der Anlass, der unmittelbare Anlass? Es war ein Ausweichen, aber so rückblickend betrachtet weiß ich nicht mehr, vor wem ich ausweichen wollte. Waren es meine linken antisemitischen Freunde oder war es meine Mutter? Also ich glaube, ich bin vor beiden getürmt. Sie sind getürmt und war es gut? Ja, es war sehr gut. Es war sehr gut. Ich bin einfach zu mir gekommen. Wissen Sie, dieses Leben unter Juden wird entexotisiert, weil alle Juden sind. Die Netten und die Blöden, die Klugen und die Bekloppten. Also die Sie sind einfach, wie man ist. Wie man ist, genau. Genau. Und wissen Sie, ich habe Hund und Katze gehabt, als ich in Jerusalem lebte. Und die Katze machte nachts ihre Streifzüge und machte Riesenkrach, wenn sie morgens nach Hause kam. Und ich dachte, toll, wie schön. Die finden nur die Katze bescheuert und mich. Wenn das in Köln passieren würde, würde das vielleicht heißen, der Jude kann auf seine Katze nicht aufpassen. Da war ich einfach ein unangenehmer Nachbar. Aber das passierte nicht zufällig. Ich bin, glaube ich, 1980 oder 81 nach Israel gegangen. Und mein biografischer Bruch, wollen Sie es wissen? Ja. Mein biografischer Bruch war, ich glaube, das war der 4. Juli des Jahres 76. Das ist 40 Jahre her, stimmt's? Ja. Wissen Sie, was da war? Da war die Entführung einer Erfahrungsmaschine auf dem Flug von Tel Aviv über Athen nach Paris. Und diese Erfahrungsmaschine ist von ein paar Terroristen gekapert worden, der PFLP, der Populären Front für die Befreiung Palästinas. Und darunter waren auch zwei Deutsche. Und ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis, aber die Namen werde ich wohl nie vergessen. Wilfried Böse, der Name ist Programm, und Brigitte Kuhlmann. Die waren bei den Entführern dabei und die haben den Entführern der palästinensischen Terrorgruppe geholfen, die Passagiere in Juden und Nichtjuden einzuteilen. Nach der Landung in Entebbe in Uganda. Bis dahin hat mich eigentlich Antisemitismus nicht interessiert. Mich hat komischerweise auch der Überfall auf die israelische Olympiamannschaft 72 in München nicht weiter interessiert. Nachträglich kann ich überhaupt nicht verstehen, wie ich das ignorieren konnte. Aber Entebbe hat mich sozusagen umgestürzt. Die erste Selektion von Juden und Nichtjuden nach dem Krieg mit Hilfe zweier revolutionärer Deutscher. Es kam aber noch schlimmer. Nachdem ein israelisches Kommando die Aktion beendet und die meisten Geiseln befreit hatte, gab es eine einhellige Empörung in Kreisen der deutschen Linken über diesen israelischen Terrorakt der Befreiung der Geiseln. Und das war das Ende einer langen Freundschaft. Sie sind zurückgekehrt nach Berlin. Ja. Nach 10 Jahren. Ja. Dafür gab es einen Anlass. Oder eine Sehnsucht nach dem Deutschen. Nein, eine Sehnsucht nicht, weil ich habe noch nie so viel Deutsch. Ja, aber es ist Ihre Sprache. Ja, ja, aber ich habe in Jerusalem, als ich da lebte, permanent Deutsch gesprochen. Ich habe für deutsche Zeitungen gearbeitet, ich habe sozusagen meinen Lebensmittelpunkt verlagert. Ich bin 1990, glaube ich, zurück und es hatte zwei private Gründe, über die ich nicht reden will und es hatte einen politischen Grund, den Fall der Mauer. Und ich wollte mir Berlin danach ansehen. Und das hat mir gut gefallen. Ich fand das aufregend, ja. Ich fand das aufregend. Ich fand es auch irre, dass ich nach Berlin kam und ich fand hier auf jeder zweiten Mauer ein Graffiti, kein Viertes Reich. Kein Viertes Reich. Und ich meine, wenn ich bis dahin keine Vorurteile gegen die Linke gehabt hätte, da hätte ich welche entwickelt. Kein Viertes Reich. Wir leisten jetzt Widerstand. Wir tun das, was unsere Eltern versäumt haben. Das Vierte Reich war so wahrscheinlich wie eine Invasion der Aliens vom Mars. Aber man war schon mal dagegen. Nun gut, das ist oft so. Das ist nachgeholter Widerstand. Ja. Der hat auch die Linke nach dem Krieg in Frankreich geprägt. Ja, 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 ja. Aber es ist eine, glaube ich, bis heute, weil Sie mich gefragt haben, was ist jüdisch, Sie können auch wahrscheinlich fragen, was ist deutsch, es ist bis heute, glaube ich, ein sehr deutsches Spezifikum, der nachgeholte Widerstand. Der wird ja bis heute geleistet, in der Willkommenskultur, in dem Versuch, nicht deutsch zu sein. Alles Folgen einer Unterlassung. Ja, ich möchte, es gibt noch ein weiteres Datum, das wichtig ist in Ihrem Leben, sogar lebenswichtig, ist, das mit Politik und persönlicher Befindlichkeit zu tun hat. Das ist nämlich der 11. September. 2001, das war der Terrorangriff auf die Twin Towers in New York mit 3000 Toten. Und Sie waren damals schon krank durch eine Darmkrankheit. Und Sie sagen, an dem Tag wurde es akut. Und Sie sagen, und operiert wurde ich an dem Tag, als die Amis in Bagdad waren. Also das war Bushs Krieg gegen Saddam Hussein. Ja, als die Amis da einzogen. Wenn ich Sie jetzt
ja, Sie sagen das so, also psychosomatisch reagieren Sie politisch. Ja. Ja, es war wirklich so. Es war wirklich so. Das war übrigens einer der größten Tage meines Lebens. Erstens bin ich operiert worden und verdanke mein Leben einem sehr tollen Chirurgen. Und zweitens sind an dem Tag, daran kann ich mich erinnern, die Amis in Bagdad eingezogen. Und dieser berühmte Sprecher von Saddam Hussein, auf dessen Namen ich nicht komme, gab ein Interview und sagte, die Amis wären gerade vernichtend geschlagen worden und hinter ihm sah man schon die amerikanischen Panzer rollen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, es hat wesentlich zum Gelingen der Operation beigetragen. Die Krankheit schwelte schon, aber sie ist aktiviert worden durch diese unglaubliche Unruhe, die ich nach 9/11 entwickelt habe. 9/11 war schon schlimm und noch schlimmer waren die Reaktionen, die hier 3 Tage nach diesem Überfall einsetzten. 3 Tage nach dem Anschlag gab es eine Podiumsdiskussion mit Intellektuellen in der Akademie der Künste in Berlin, wo über die Türme und den Anschlag gewitzelt wurde. Wo es hieß, man müsse doch verstehen, diese Türme seien nicht nur eine Provokation, sie hätten auch eine phallische Struktur. Bei dieser Pointe, die eine bekannte Kulturschaffende machte, lachte der ganze Saal auf. Und ich fand das alles unerträglich. Auch die Demonstrationen, wissen Sie, wer Wind sät, wird Sturm ernten, sowas kommt von sowas, gestern Hamburg, heute New York. Diese Solidarität, die hier von Amts wegen mit den USA verkündet wurde, dauerte genau 3 Tage. Es hat mich wirklich krank gemacht. Ja. Aber ich bin dann rumgelaufen, habe alles fotografiert. Und dann habe ich so reagiert, wie ich nur reagieren kann. Ich habe ein Buch darüber geschrieben. Das liegt, Sie haben es gerade zugedeckt, falls Sie danach suchen, die Deutschen und der Terror. Und das will ich zeigen. Und das ist die Dokumentation mit vielen O-Tönen. Auch der viel zu jung verstorbene Roger Willemsen hat damals gesagt, er verspüre ein sublimes Vergnügen, wenn er diese Bilder sehe, weil diese Bilder signalisieren das Ende der Spaßgesellschaft. Sloterdijk hat damals gesagt, das ist doch ein Kleinzwischenfall in amerikanischen Hochhäusern. Sowas gehört nicht auf die erste Seite, sowas gehört ganz hinten in die Zeitung. Das fand ich ungeheuerlich. Diese Eiseskälte. Die Eiseskälte. Erklären Sie die. Sie haben ja über linke Tabus geschrieben. Auch das kann man. Das war mein erstes. Ja, also es ist. Das war nach Entebbe erschienen. Ja, der Auslöser eben, war. Es war auch, der Auslöser war auch Terror. Aber das Interessante ist doch, Sie setzen sich unglaublich auseinander, sehr kritisch auseinander mit der Linken, insbesondere jetzt auch in der Flüchtlingsfrage, in der Islamfrage, sind Sie ein permanenter, ganz scharfer Kritiker. Es gibt sogar Punkte, wo Sie den Humor beiseite lassen, das ist dann höchste Alarmstufe. Es fasziniert Sie auch. Sind Sie selber ein Linker? Ja. Ich bin nicht nur ein alter Mann, ich bin auch ein alter Linker. Ja, ich war immer links, ich bin heute noch links, wahrscheinlich ein bisschen anders als vor 40 Jahren, aber ich bin links. Ich bin für Gerechtigkeit, ich bin auch für soziale Umverteilung, ich bin dafür, den Staat zu zähmen und nicht ihn immer weiter zu füttern. Ich bin für internationale Zusammenarbeit, ich bin für alles, was irgendwann linke Tugenden war. Und die sind weg, zumindest bei der Linken. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass die Linke vollkommen degeneriert ist. Die Linke ist am Wohlstand degeneriert, die ist auch am eigenen Erfolg degeneriert. Und die Linke kann eigentlich nur wirken und eine Funktion haben, wenn sie in der Opposition sich bewegt. Aber diese Linke ist von dem Wunsch besessen, Teilhaber der Macht zu sein. Und dafür ist sie bereit, alles zu opfern. Das ist aber der Sinn allen Politisierens. Nicht unbedingt. Doch. Nicht unbedingt. Der Sinn des Politisierens ist, glaube ich, Erkenntnisse zu verschaffen. Ja, vielleicht aber man will es ja auch durchsetzen. Man will ja nicht nur Recht haben, man will auch Recht bekommen. Und das bekommt man nur, wenn man sich durchsetzt. Das ist mir sehr suspekt. Ich höre auch immer, dass Leute gestalten wollen. Dass Leute gestalten wollen. Ich finde, wenn jemand gestalten will, dann soll er einen Töpferkurs machen. Wissen Sie, da lernt er wirklich gestalten. Aber er soll nicht in die Politik gehen. Leute, die gestalten müssen, sind immer suspekt. Was ist denn das Politische, wenn Sie dem Politischen das Gestalterische absprechen? Erkenntnis. Ja, aber was fängt man damit an? Ja. Jemand fängt ja damit etwas an. Irgendjemand fängt damit etwas an. Aber ich finde, schauen Sie, ich habe neulich wieder einen Appell der gesammelten deutschen Linken, vertreten durch 20 Schriftsteller, gelesen zu irgendwas. Ich habe schon vergessen, was es ist.
Und ich frage mich dann immer, wieso treten deutsche Bäcker nicht mit Appellen an die Öffentlichkeit? Deutsche Schuhmacher, deutsche Schneider, deutsche Autoreparaturwerkstätten. Wieso fühlt sich die Linke immer dazu berufen, Stellung zu nehmen zu Zeitfragen, übrigens aus meistens sehr abgesicherten, abgehobenen, luxuriösen Positionen? Ich sage nur ein Wort, das ein Programm ist. Jakob Augstein. Ein Freund von mir. In echt? Ja, ich mag ihn sehr. Aber bitte, die Kritik ist frei. Weswegen mögen Sie ihn? Jetzt wird es spannend. Ich mag ihn menschlich. Er hat auch eine menschliche Seite. Versteckt aber ich werde sie mit ihm zusammenbringen. Ah, wir kennen uns. Ah, Sie kennen sie, aber ja, dann kennen Sie sich vor Alf. Mit ihm kann ich sehr gut reden. Aber es geht ja nicht um meine Beziehung zu ihm, sondern um Ihre Kritik. Bitte. Ich schätze Sie sehr, Herr Mayer, aber Sie sind mit jemandem befreundet, der sich öfter ziemlich eindeutig antisemitisch geäußert hat. Zum Beispiel, wenn Jerusalem anruft, steht Berlin stramm. Naja. Das ist kein guter Satz. Das kann man auch in einem anderen Zusammenhang so sagen. Berlin steht des Öfteren immer noch stramm. Nicht? Nein, Berlin, aber es ist schon eine spezielle Konnotation, dass die Juden die Strippen ziehen. Und es gibt ähnliche Sätze von Jakob Augstein, die wirklich extrem bedenklich sind. Aber ich will jetzt nicht über Augstein reden. Ich will da einhaken. Ja. Ich finde es ganz toll, dass die jüdische Kultur eine Macht hat. Sei es Israel oder eine andere Einflussmacht. Die jüdische Kultur hat keine Macht. Was aber Macht doch, hat, nein, hat die, jüdische die jüdische Kultur ist schrecklich. Das ist Klezmer und das ganze Folklore. Das meine ich nicht. Ich rede von der Politik. Von der Politik, das ist was anderes. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Wissen Sie, nach 2000 Jahren in den Arsch getreten werden, verfolgt werden und gedemütigt werden, war die Gründung Israels das erste und eigentlich einzige positive Ereignis in der Geschichte der Juden der letzten 2000 Jahre. Sonst ist eigentlich nichts Positives passiert. Es war immer Flucht, Bedrängnis, es waren immer so die Augsteins ihrer Zeit, die versuchten, die Juden aus dem Weg zu räumen. Und dann ist der Staat Israel gegründet worden. Und dass viele Juden die Bedeutung dieses Ereignisses nicht kapieren, finde ich auch bedauerlich. Und bestätigt nur meine These, dass wir nicht sehr intelligent sind. Ich möchte auf Ihr Thema, Ihr wichtigstes aktuelles Thema kommen, das ist der Islam. Ich sage jetzt mal Islam. Wir können von Flüchtlingen reden oder Schutzsuchenden oder Migranten. Aber durch dieses Hereinkommen, damit ich nichts Falsches sage, nicht hereinströmen, aber dieses Hereinkommen von Menschen, die aus unwirtlichen Verhältnissen oder aus Verhältnissen, die lebensgefährlich sind, hierher kommen, nach Europa kommen, das ist ja an sich etwas Verständliches und die Aufnahme, Willkommenskultur, bitte, ist ja etwas Positives, dass man die empfängt auch und etwas für sie tut. Sie sind der ganz große Kritiker dessen, was sich jetzt mit diesen Hunderttausenden, sind schon Millionen, abspielt. Ich bin nicht der Einzige. Nein. Und komischerweise werden es immer mehr. Ja. Wissen Sie, als ich 2006 mein Buch schrieb, Hurra, wir kapitulieren. Ich glaube, es liegt auch nicht hier. Sie haben heute nicht die relevanten Werke dabei. Ich bitte Sie, Sie haben mich beraten. Ich habe Sie beraten. Ja, natürlich. Dann habe ich Sie wie immer falsch beraten. Ja, Sie müssen nicht in die Politik, Sie beraten falsch. Das wäre Hurra, wir kapitulieren. Ja, ja. Nein, das wäre die Voraussetzung für ein erfolgreiches Politiker-Dasein, falsch beraten. Ja, so können wir es drehen. Hurra, wir kapitulieren. Jedenfalls für ein lukratives. Ja, 2006 erschienen und ich habe da schon die Anfälligkeit des Westens für den Islam und den Islamismus beschrieben, das Appeasement, den Glauben, man könnte durch Freundlichkeit eine aggressive Kultur zähmen. 2006. Ich bin damals ein Panikmacher genannt worden und ein bekannter deutscher Literaturkritiker hat in einer Literatursendung mein Buch in die Mülltonne geschmissen. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Inzwischen sind Leute, die mich damals für erklärt haben, inzwischen schreiben diese Leute bei mir ab. Das heißt, es kann sein, dass ich einfach zu früh dran bin. Und so ist es auch. Ich habe nichts dagegen, dass man Flüchtlingen hilft. Ganz im Gegenteil. Ich bin sehr dafür, dass man Leuten hilft. Aber die Willkommenskultur steht auf ziemlich unanständigen Füßen. Wir haben 4 Jahre dem Krieg in Syrien zugesehen und immer gerufen, wir dürfen uns nicht einmischen. Es könnte zu einem Flächenbrand führen. Und den Flächenbrand haben wir jetzt.
Und als die Flüchtlinge vor der Tür standen, haben wir erst gemerkt, dass drüben etwas passiert. Und diese Willkommenskultur ist vollkommen albern. Ein weiteres Zeichen der bürgerlichen Dekadenz in diesem Land. Leute stehen mit Plakaten am Bahnhof und rufen Refugees Welcome. Und diese ganze Refugee Welcome Aktion war die größte Altkleidersammlung in der Geschichte der Bundesrepublik. Ganze Wohnungsbestände sind ausgeräumt worden und man konnte jemand endlich diesen Schrott geben. Und was passiert jetzt mit diesen Leuten? Wissen Sie, die Flüchtlinge tun mir einfach leid. Wenn wir sie aufnehmen, dann hätten wir sie nicht tausende von Kilometern laufen lassen sollen. Man hätte sie herfliegen müssen, um ihnen diese Strapazen zu ersparen. Es war, was Darwin genannt hätte, the survival of the fittest, das Überleben der Tüchtigsten. Wer all die Strapazen überlebt hat, der hatte dann die Chance, hier als Flüchtling aufgenommen zu werden. Das ist schon mal unanständig. Und was jetzt? Sie leben in Containern, sie leben in Turnhallen. Das System kann diesen Ansturm nicht bewältigen. Und diese Ansicht setzt sich langsam durch. Angela Merkel hat uns keinen Gefallen damit getan. Schlimmer noch, den Flüchtlingen auch nicht. Sie haben, als wir über Antisemitismus sprachen, ein kulturelles, ich beharre auf dem kulturellen, ein kulturelles Problem angesprochen, der Antisemitismus. Dieser jungen Islam sind ja vor allem junge Menschen, ja, die kommen, ja, die ja mit einer antisemitischen Vorprägung hierher kommen. Sie sehen darin eine Problematik für unsere demokratische westliche Zivilisation. Aber Herr Mayer, es ist nicht nur die antisemitische Prägung. Es sind noch ganz andere Prägungen. Es ist eine Nichtahnung von demokratischen Verhaltensweisen. Es ist eine Nichtahnung von Menschenrechten. Man muss den Leuten erklären, dass man Frauen nicht angrapschen darf. Man muss diesen Menschen von Anfang an alles erklären, und ich meine das gar nicht abfällig. Sie kommen eben aus vollkommen anderen Kulturen. Ich versuche mir vorzustellen, ich lande eines Tages in Kabul oder in Karachi. Ich werde doch vollkommen aufgeschmissen. Und wir reden von der Integration und wir glauben, das kann mit einem Deutschkurs bewältigt werden. Wenn inkompatible Kulturen aufeinander stoßen, dann gibt es einen Kulturkampf. Und was wir jetzt erleben, ist der Kampf der Kulturen. Wie ist der Autor, der das vor über 20 Jahren beschrieben hat? Huntington. Ja. Huntington. Huntington hat das vorweggenommen, ist dafür verlacht worden. Und genau das erleben wir jetzt. Wir wollten uns nicht in Konflikte einmischen, die vor unserer Tür lagen. Jetzt haben wir die Konflikte richtig mittendrin im Wohnzimmer. Ich verfolge das ja auch und ich kann das auch. Mein, das muss gar kein Outing machen und kein besonderes Commitment. Ich bin auch sehr kritisch. Und ich konstatiere fast immer, wenn es um das Phänomen Islam geht, früher habe ich erlebt, hat man von Türken und Syrern und, ja, Marokkanern, und jetzt redet man nur noch von Muslimen. Also, ja. Und immer, wenn dieses Thema kommt, verspüre ich eine Vernarrtheit in den, ja, Islam. Ich bin jetzt auf Ihrer Seite, was ich nicht tun sollte im Interview. Ja. Eine richtige deutsche Vernarrtheit. Ja. Aber auf meiner Seite sind Sie auf der richtigen Seite. Nehmen Sie sich das nicht übel. Nein, ich nehme mir das nicht übel, aber das Wort Vernarrtheit, Sie haben da reagiert. Ja. Ich habe das Gefühl, man ist vernarrt. Warum? Ich vernarrt in eine Unterwerfungsreligion. Ja. Ja, aber genau das ist es. Schauen Sie, für diese Vernarrtheit gibt es ein Bündel von Gründen. Das ist nicht eine monokausale Geschichte. Ein Grund ist, dass man mit Mühe versucht, das Gute und das Böse zu trennen, wo es nicht geht. Also allein diese absurde virtuelle Einteilung in Islam und Islamismus. Nicht? Der Islamismus hat mit dem Islam nichts zu tun. Der Alkoholismus hat mit dem Alkohol nichts zu tun. Und der Radikalismus hat mit Radikalität nichts zu tun. Ein künstliches Konstrukt, mit dem wir uns vor Einsichten schützen, mit dem wir Einsichten abwehren wollen. Mein Lieblingsbeispiel ist meine Lieblingsautorin aus dem evangelischen Wanderzirkus, Margot Käßmann, die vor kurzem gesagt hat, auch die Terroristen sind ein Ebenbild Gottes. Ich glaube, sie sagt das nach einem dieser furchtbaren Pariser Anschläge oder nach Brüssel. Auch die Terroristen sind ein Ebenbild Gottes. Ich kann nur hoffen, dass Margot Käßmann kein Ebenbild Gottes ist oder dass Gott kein Ebenbild von Margot Käßmann ist. Ich finde das eine ungeheuerliche Aussage. Und ihr Freund Jakob Augstein hat sich furchtbar darüber aufgeregt, dass ein Junge, der mit einer Axt auf Passagiere im Zug losgegangen ist, leider dabei erschossen wurde. Das fand er sehr bedauerlich. Er sagte, Gerechtigkeit findet vor Gericht statt
und nicht, wenn die Polizei abdrückt. Und ich finde das eine so kaltblütige. Gut, ich frage Sie ja aber wir wollten nicht, nicht nach reden. Den Schuldigen in ja, Ihrer Sichtweise, wir waren bei der Sichtweise, sondern wir waren bei der Vernarrtheit. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Ja. Gibt es so etwas wie eine wie ein Ablehnen des, des westlichen Modells. Ja. Also das ist, wir leben ja in einem westlichen Lebensmodell. Die Deutschen seit 70 Jahren erstmals, also vorher kannten und die Ostdeutschen seit 25 Jahren erstmals. Die lernen das noch. Ja, die müssen es noch lernen. Aber wir Schweizer seit 1848, kann man sagen. Also das, was ich befürchte, dass man letztlich diese westliche Zivilisation ablehnt. Ja. Genau das ist es. Also ich könnte es nicht besser sagen und nicht genauer sagen. Der Islam oder der Islamismus, ich mache da keinen großen Unterschied, bietet etwas an, was in der deutschen Geschichte verschwunden ist. Autorität. Und zwar eine Autorität, die nicht angezweifelt werden kann. Und meine Beobachtung ist, dass all diese netten Menschen, die mit der Liberalität und der Freiheitlichkeit und der Libertinage und der Permissivität der Westgesellschaft aufgewachsen sind, sich nach Regeln sehnen. Sie möchten, dass ihnen jemand sagt, was sie tun dürfen und was sie nicht tun dürfen. Und der Islam ist nicht nur eine autoritäre, sondern eine totalitäre Religion, die für jede Lebenslage ein Rezept bietet. Und das fehlt uns. Das fehlt uns einfach. Wir halten, glaube ich, die Freiheit nicht aus. Nicht, dass wir an der Unfreiheit leiden, wir leiden an der Freiheit. Ich nicht, aber alle anderen. Alle. Naja, nicht alle, aber Sie wissen schon, was ich auch nicht. Cum grano salis. Ja, ja. Gut, also, aber jetzt gibt es aber noch, ich muss jetzt zu noch einen anderen Aspekt. Es gibt auch, französisch gibt es ein schönes Wort, le tiers-mondisme. Es gibt auch, gerade auf der Linken, bei den linken Liberalen, nehmen wir mal das ganze linke Denklager, nicht? Ja. Die Denkkultur, die Linke. Gibt es auch seit je ein Engagement zur Beseitigung der Armut in der dritten Welt, gegen den Kolonialismus, es kann auch ein moderner Kolonialismus sein. Das sind doch ehrenwerte Motive, die hier vielleicht eine, Moment, die hier eine Rolle spielen. Mhm. Da kommen arme Menschen aus einer wenig entwickelten, es gibt ja kaum eine, die am wenigsten entwickelte Welt ist die islamische Welt, das zeigen alle Daten. Also, 1,5 Milliarden Menschen und kein einziger Nobelpreisträger. Ja, und die kommen doch, und die können dafür nichts. Die können dafür nichts. Und für die müssen wir uns engagieren. Wir könnten uns auch für mehrere Millionen Tibeter engagieren, die in der Unfreiheit sind. Tun wir doch auch. Tun wir nicht. Tun wir marginal, nicht mit dieser Intensität. Aber ich kann es Ihnen erklären. Schauen Sie, was Sie als Linke bezeichnen und was ich so eher die Funktionärslinke nennen würde, hat immer eine Affinität zu totalitären Figuren gehabt. Es gab große Geister, die Stalin zugejubelt haben. Ich kann mich an Demos erinnern, denen ich teilgenommen habe, wo wir alle gebrüllt haben, Ho 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 Chi Minh. Mao Zedong wurde verehrt. Sogar so ein kleiner Despot wie Enver Hoxha hatte in der Bundesrepublik seine Anhänger. Das hat linke Figuren... Albanien ist Albanien, das. Ja, Albanien, ja. Das hat in der Bundesrepublik linke Figuren immer fasziniert. Macht und Autorität. Das Zweite, was diese Vernarrtheit bewegt, ist, die Linke hat ein Mündel-Vormund-Modell entwickelt. Sie existiert dadurch, dass sich zum Vormund erklärt und immer ein Mündel braucht. Die Arbeiterklasse war mal das Mündel, hat sich selbstständig gemacht. Und der Arbeiterklasse ist jetzt das Auto viel wichtiger als die Revolution, was ich vollkommen richtig finde. Dann war es die dritte Welt, die hat sich auch undankbar gezeigt. Dann musste sich die Linke der Palästinenser annehmen. Und jetzt hat die Linke wieder ein Massenphänomen, um das sie sich kümmern kann. Die Benachteiligung der Muslime in aller Welt. 1,5 Milliarden Menschen, 22 Staaten in der Arabischen Liga, 56 oder 57 Staaten in der Organisation der Islamischen Konferenz, darunter kein einziges Land, das durchgehend demokratisch ist. Und die linken Sympathien fliegen diesen Organisationen und diesen Ideologien nur so zu. Ein Phänomen. Diese Linke ist nicht demokratisch, das sind Scheindemokraten. Die Geschichte der Linken, nehmen Sie Otto Wels, die SPD ist ehrlos, aber nicht wehrlos. Ja, nein, umgekehrt. Ihr könnt uns Leben nehmen, aber unsere Ehre nicht. Die SPD ist wehrlos, war, aber nicht man muss sagen, man muss sagen, Mann, das war die, für mich die Sternstunde der Sozialdemokratie. Nicht nur überhaupt des Widerstandes letztlich gegen die Nazi. Das war, als es gegen das Ermächtigungsgesetz ging und alle
sich bürgerlich nennenden Parlamentariern haben alle, ja, auch der nachmalige Bundespräsident Theodor Heuss. Also es gibt eine antitotalitäre... Es gibt einen Kern. Wenn Sie so überlegen, das ist ja auch da. Ja. Trotzdem träumt die jetzt... Wie sind Sie denn davon losgekommen? Sie sagen ja selbst, Sie haben auch Ho Chi Minh gerufen. Ja, ich habe, entschuldigen Sie bitte, das ist mir sehr peinlich, aber einmal muss es gesagt werden, ich habe auch USASSS gerufen. Ja. Gut. Und aber wie sind Sie, wo ist die Wegscheide da? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es gab wirklich diese Wegscheiden, wie Sie es nennen. Das war Entebbe, das war 9-11, zwischendurch kleine Ereignisse. Aber irgendwann bin ich ins Denken gestürzt worden. Vermutlich durch Leute wie Hans-Dieter Hüsch, durch Karl-Heinz Deschner und seine Schriften über das Christentum und durch Lord Bertrand Russell und durch Mark Twain. Ich weiß es nicht. Irgendwann kamen all diese Einflüsse zusammen und nun war ich nie ein militanter Linker. Ich habe das mal als Spaßfaktor gesehen. In meiner Umgebung, dass immer mehr Leute, die 68 auf den Straßen waren, sich mit der Polizei schlugen. Ich saß im Café und schaute zu, wie sich die anderen mit der Polizei schlugen. Also die Helden werden immer mehr. Aber man hat mir das Denken nicht verboten. Und Hans-Dieter Hüsch hat mal gesagt, das Denken ist schön, wenn man dazu kommt. Das fand ich immer einen großartigen Satz. Ich habe einfach Schwein gehabt. Ja, Sie haben Schwein gehabt. Sie haben gesagt, Sie hätten versucht, jetzt, wo Sie doch um die 70 sind oder 70 geworden sind und werden und so dieses Jahr, hätten Sie mal versucht, sich ein bisschen zurückzuziehen und über sich selber nachzudenken, hätten dann festgestellt, das kann man niemandem raten. Nein. Und warum? Naja, wenn Sie über sich selber nachdenken, werden Sie zwangsläufig zu dem Schluss kommen, Sie sind ein Versager. Ich glaube, jeder Mensch, wenn er aus der Routine herausgerissen wird, deswegen machen so viele Leute so viel. Deswegen kommen Menschen in meinem Alter immer noch in die Versuchung, irgendwo Ehrenprofessor zu werden oder für irgendeine Partei, für den Gemeinderat zu kandidieren. Hauptsache keine freie Zeit. Hauptsache keine Gelegenheit nachzudenken. Und wenn Sie über sich selber nachdenken, werden Sie feststellen, Sie haben es nicht geschafft. Klar, wissen Sie, jeder Text, den ich anfange, fängt mit dem Gedanken an, den schaffe ich nicht. Bis jetzt ist alles gut gegangen, aber jetzt kommen Sie mir auf die Schliche. Heute? Heute, bei diesem Text. Gestern habe ich einen Text geschrieben und die erste halbe Stunde habe ich mir im Nachdenken darüber gebracht, was mache ich, wenn ich es nicht schaffe. Dann ging es aber doch irgendwie. Es geht immer. Sie es produzieren immer. Viel. Ja, ich habe einen Schreibzwang. Sie haben einen Schreibzwang. Ich habe einen Schreibzwang. Der rettet Sie vor dem Nachdenken über sich selbst. Der rettet mich vor dem Nachdenken über mich selbst, ganz genau. Ja. Aber am Moment haben Sie es versucht, haben Sie denn etwas entdeckt? In mir selbst? Ja. Eine große Leere. Gefüllt mit Kaffeehausadressen. Na, Sie sagen, in der Jugend war ich bekennender Atheist. Das heißt schon, Sie sind es nicht mehr. Nein, ich bin es nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich bekennender Atheist war. Mein Atheismus bestand darin, dass ich Karl-Heinz Deschner verehrte. Das tue ich noch heute. Atheismus ist selber ein Glaubensbekenntnis. Karl-Heinz Deschner, die Kriminalgeschichte des Christentums. Das Kreuz mit dem Christentum. Er war der kirchenkritische Historiker. Ich weiß nicht, ob er mit allem Recht hatte, aber allein sein Zugang. Es war immer interessant. Es war immer interessant. Es war immer interessant. Es war immer großartig. Und ja, ich weiß nicht. Ich warte auf den Beweis, dass es ihn gibt. Aber ich glaube, es gibt eher Anhaltspunkte dafür, dass es ihn nicht gibt. Oder dass er entscheidenden Menschen geschlafen hat. Sie sagen ja auch, der Gott, an den ich glaube, ist ein Sadist, ein Zyniker, ein Witzbold und ein Chaot. Ja. Es gibt noch andere Ausdrücke. Ja, habe ich nie auch Sadist gesagt oder haben Sie es gerade aufgezählt? Ich habe es gerade aufgezählt. Als erstes haben Sie es gesagt. Ja, ich frage mich dann, wo war er beim Untergang der Titanic und wo war er in Auschwitz, wo war er bei den letzten Erdbeben und... Wo war er, als die Wilhelm Gustloff unterging? Wo war er da? Hat er immer Pause gemacht oder was? Ich habe immer Schwierigkeiten, wenn Theologen gerade in den Katastrophen einen Beweis für die Existenz Gottes sehen. Das finde ich auch ein ganz komisches. Das ist ja pervers. Das ist vollkommen pervers, ja. Vollkommen pervers. Das ist ein verdrehendes Denken. Ja. Aber wenn man Gott anders definiert, Sie können zum Beispiel den Sonnenaufgang kurz nach Mitternacht in den isländischen Fjorden als einen Beweis Gottes definieren. Und dann bin ich ein Gläubiger, weil das wirklich schön ist. Auch ein weiterer Satz von Ihnen. Ich sorge dafür, dass der Messias nicht kommt. Das ist ein ziemlich hoher Anspruch. Ja, ich möchte einfach gestalten, wie Sie vorhin gesagt haben. Und mein Gestaltungswille geht darauf hin, dass der Messias nicht kommt. Soll ich es erklären? Ja, bitte. Schauen Sie, Juden hängen dem Glauben an,
wenn alle Juden einen Samstag lang alle Gebote befolgen, also nach den 613 Geboten und Verboten leben, die wir haben, dann kommt der Messias. Eine hübsche Unterdrückungsideologie ist total, das auch. Ja. Total. Aber, also nicht so verschieden vom Islam. Doch, weil von den 613 Geboten und Verboten reicht es, dass sie ein einziges befolgen, um dazuzugehören. Okay. In der Beziehung ist das Judentum extrem inklusiv. Und wenn der Messias käme, es wäre doch eigentlich eine Katastrophe. Es wäre doch mit allem vorbei. Sie hätten ihre Sendung nicht, ich würde keine Bücher mehr schreiben. Und ich habe irgendwann einem Rabbiner versucht zu erklären, dass ich es bin, weil ich keine Gebote befolge, weil ich am Samstag Auto fahre und Licht mache und nicht koscher esse. Dass ich es bin, der das Kommen des Messias verhindert. Und mit diesem Nichtkommen des Messias geht es mit dem Judentum weiter. Und auch der Rabbiner, mit dem ich unterhalten habe, verdankt seinen Job meinen unreligiösen Umtrieb. Er guckte mich an und sagte, ja, vollkommen richtig. Wie ist denn die Vorstellung, nicht mehr zu sein? Schrecklich. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Haben Sie auch mal einen Gedanken, wie es ist, tot zu sein? Nein. Nein? Also schon, aber ich kann es auch nicht vorstellen. Also, kann mir nicht vorstellen. Niemand kann es sich vorstellen, aber vorstellen. Macht es Angst? Mir macht es große Angst, zumal viele ältere Freunde, die ich habe, nicht mehr leben. Ich hatte immer ältere Freunde gehabt, die waren erheblich älter. Das ist ein Problem, plötzlich die älteren plötzlich Freunde. Plötzlich bin ich der Älteste. Ja. Plötzlich bin ich der Älteste und die sind alle, fast alle weg. Und das ist ziemlich schrecklich. Aber gibt es nicht etwas Tröstliches? Für mich ist es das. Manchmal denke ich, wenn ich so eine Straße entlang gehe, und es ist dunkel und ich sehe die Häuser und die Wohnungen, die beleuchtet sind. Man ist dann nicht mehr, aber die anderen sind noch da. Die anderen sind noch da, ja. Und was es auch gibt, wissen Sie, ist ein zunehmendes Gefallen an klugen Gedanken, die ich früher wahrscheinlich überhört hätte. Ich habe gestern noch einen Satz nachgelesen, weil wir gerade über den Islam gesprochen haben. Es gab in Holland einen wunderbaren Fußballtrainer, Johan Cruyff. Der war sehr berühmt, der trainierte auch andere Mannschaften. Und Cruyff war der Trainer von Ajax Amsterdam, glaube ich. Und irgendwann traf seine Mannschaft auf eine schwächere Mannschaft. Und die Jungs nahmen das Spiel nicht ernst. Daraufhin trat Johan Cruyff von die Mannschaft und sagte, hört mal zu und passt mal gut auf. Die können gegen uns nicht gewinnen, aber wir können gegen die verlieren. Und das ist eine so wunderbare philosophische Metapher für das ganze Leben, für unseren Umgang mit totalitären Systemen, für unsere Haltung zum Islam. Die können gegen uns nicht gewinnen, aber wir können gegen die verlieren. Wenn Sie diesen Satz erstmal wirklich inhaliert haben, dann verlieren Sie jeden Übermut, jeden Hochmut. Dann merken Sie, wie gering der Unterschied ist zwischen Sieg und Niederlage. Henrik, mein Bruder, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Herr Mayer, ich danke Ihnen.